Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu The Train. Und zwar willkommen zurück zu The Train. Für die, die sich erinnern, ich habe das Spiel ja schon mal angefangen. Es war von Sergei Noskov, wenn ich mich richtig erinnere, der auch The Light und 35mm gemacht hat, die ich ebenfalls gespielt habe. The Light habe ich sogar durchgespielt, Train aber nicht, weil es später abgestürzt ist. Und ich dachte, ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance und fange nochmal an und spiele es nochmal. Und gefühlt ist meine Facecam unscharf. Keine Ahnung. Kann Einbildung sein. Ich habe ja auch seit dem letzten Mal auch eine neue Grafikkarte und neue Treiber und so etwas. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt so läuft. Ich kann mich leider nicht mehr so wirklich daran erinnern, was hier dem Spiel alles kam. So konnte ich die Augen zumachen. Sonst gab es aber nichts. Was konnte ich hier nochmal machen? Moment, E? Ah, mit E war das. Okay. Hey, Kollege. Was heißt denn nochmal Hallo auf Russisch? Das ist ja von einem russischen Entwickler. Ich kenne nur das wie Danja und Nastrovia. Und natürlich wie jeder CSGO-Spieler Sukabliat. Wie furchtbar dieses Spiel war. Und wie laut. Ah, okay, ich kann einfach weiter. Ich brauchte den Hammer. Aua. Bin ich tot?
daran konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich dachte ernsthaft, ich müsste die mit dem Hammer irgendwie kaputt schlagen. Okay. Also die beiden Figuren, die ja den Weg versperren, aber ich musste die Köpfe anscheinend. Moment, ich habe hier noch einen Kopf. Da ist auch eine Statue ohne Kopf. Bringt das irgendwas? Gehen wir weiter. Man muss ja alles in allem sagen, grafisch sieht das Spiel top aus. Es bringt wirklich die perfekte Stimmung rüber. Jetzt kommt der Part, genau. Irgendwo hier ist dann mein Spiel das letzte Mal leider abgestürzt. Also ich hatte ein Standbild und dann kam einfach nichts mehr, leider. Hey, hey, hey. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Wow, wow, super. Ich schub's den leicht an und bin dann direkt ausgenockt. Oh. Hi. Ich hatte keine Ahnung, was mir die Sequenz jetzt sagen sollte. Es scheint das Mädchen zu sein, das wir, für das wir uns eingesetzt haben, eben in der U-Bahn, oder? Ist furchtbar. Das ist hin und her. Es ist dunkel. Wieder. Und alles ist leer. Aber noch läuft das Spiel und dafür bin ich dankbar. Genau, hier ist es doch, glaube ich, eingefroren. Hier an dieser Kreuzung. Moment. In die Richtung führt Blut. Das ist der einzige Weg, der irgendwie besonders ist. Deswegen werde ich den mal gehen. Obwohl man eigentlich vom Blut weggehen sollte. Geht's schon mal nicht. Das ist das, von wo wir gekommen sind, oder? Hier saß doch der eine neben der Tasche, oder nicht? Oder irre ich mich da gerade? Was steht da?
Scheiße, dass ich das nicht lesen kann. Was da stand. Aber habe ich so das doofe Gefühl, dass ich hier irgendwie gleich einen fiesen Jumpscare bekomme. Okay, die Treppe kann ich auch nicht hoch. Der einzige Gang, bei dem ich noch nicht war, ist dann links. Die Sounduntermalung gefällt mir überhaupt nicht. Da. Okay, hier scheint es ein bisschen heller zu sein und hier ist auch so eine Tür. Das Spiel ist wieder gefreezed und abgestürzt und ich musste wieder alles von vorne bis jetzt spielen, um wieder zu dem Punkt hier zu kommen. Sehr schön. We used to follow the way which kill us. Das klingt ja super. Das ist auch ein X. Oh, what? Okay. Wir haben eine Pistole. Gehört. Moment. Ah. Ich gehe mal rechts entlang, da ist es heller. Ich kann nicht mehr schießen. Ist vielleicht okay. Nicht zu sehen. Wie geht's? Okay. Wir wurden erschossen. Oder wir haben uns erschossen. Und wir sind wieder im Zug. Okay, cool. Oh, okay, gut. Das war jetzt nicht, was ich vorhatte, aber okay. Every second, every breath. This is another chance. Not Squander Life. Oh, dem geht's nicht so gut. Hey, Buddy. To pick up the bag. Okay, wir haben hier also einen Raub begangen. Habe ich mich erschrocken. War das jetzt richtig oder falsch? Okay, wisst ihr was? Ich gebe auf. Ich hatte wirklich vor, das Spiel jetzt komplett zu spielen, damit ich das auch ordentlich mal zeigen kann. Weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich es wirklich gut fand.
aber ich habe es gerade zum dritten Mal neu gestartet. Er ist jetzt schon zweimal gefreezed. Ja? Und jetzt spawnt die Pistole nicht. Ich habe die Nachricht gelesen, den Schrank aufgemacht und nichts drin. Das bedeutet, ich kann nicht das Schloss aufschießen. Was bedeutet, dass ich nicht im Spiel vorankomme und wieder von vorne starten müsste. Wenn ich von vorne starten würde, dann würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich wieder irgendwo einen Freeze haben und es nochmal von vorne spielen müssen. Ich habe keine Nerven dazu, Leute. Wirklich. Das Problem ist, ich kann auch nicht wirklich hoffen, dass das Spiel irgendwie gefixt wird, dass es dann wirklich spielbar für mich wird. Weil das Spiel ist halt einfach schon ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre draußen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht, dass der Sergei sich da nochmal dran setzt und dann noch was macht. Wobei ich nicht der Einzige bin, der die Freezes, die Abstürze und alles hat. Ich habe auch auf der Seite von IndieDB habe ich auch noch bei, von anderen gelesen, dass sie dasselbe Problem haben. Und ja, sowas ist einfach ärgerlich. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand weiß, wie man das fixen kann. Also ich habe es probiert, indem ich das Spiel als Administrator ausgeführt habe. Beim zweiten Durchlauf, da ist es auch abgestürzt. Jetzt bin ich beim dritten Durchlauf und jetzt spawnt die Pistole nicht. Und das ärgert mich so hart. Wirklich. Ich hätte echt Lust gehabt, das zu Ende zu bringen. Ich wüsste gern, wie die ganze Sache ausgeht, aber da kann ich nichts machen. Ich kann nur hoffen, dass vielleicht einer von euch irgendwie eine Ahnung hat, wie man das fixen kann. Dass einer von euch dieselben Probleme hat und das irgendwie beheben konnte. Das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn ihr das dann in die Kommentare schreiben würdet. Oder wenn ihr irgendwie wisst, wo es ein Forum dazu gibt, wo das schon mal besprochen wurde und gelöst wurde. Das wäre sehr hilfreich. Dann würde ich mich auch nochmal dran setzen, um das nochmal versuchen aufzunehmen. Aber so wird das leider nichts. Tut mir wirklich sehr leid, finde ich sehr schade persönlich. Aber da lässt sich nicht viel machen jetzt. Naja, ein bisschen mehr wie beim letzten Mal konnte ich trotzdem zeigen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in einem anderen Horrorvideo und in einem anderen Let's Play. What the fuck? Really? What? Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich werde jetzt nochmal einen Cut machen und dann wieder starten, wenn ich wieder bei dem Raubüberfall bin. Und dann sehen wir mal, ob es diesmal durchläuft oder wieder abstürzt. Also, bis gleich. Okay, last try. Sollte es wieder freezen, werde ich es dabei belassen. Deswegen nur mal so im Vorfeld, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Sollte das passieren? Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Vor allem die Tasche ist jetzt schon weg. Wenn es wieder freezen sollte, werde ich das Spiel jetzt einfach beenden. Oh.
die Ambulance gerufen. Kann ich jetzt verlassen? Hey! Oder auch nicht. Diesmal kann ich das wieder nicht machen. Es ist jedes Mal was anderes, oder? Gefühlt. Das ist Half-Life. Cool. Easter Egg gefunden. Frage ist nur, was kann oder soll ich jetzt machen? Musik hat aufgehört. Hey! Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Geht es wieder los? Tatsache, aber was? Also es scheint sich jedes Mal was zu ändern. Das ist von The Light, von dem anderen Spiel von Sergei Noskov. Okay, ich weiß nicht, was das heißt. Ich würde jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwas vergessen habe, irgendwas verpasst habe. Der Schrank ist umgekippt. Das haben wir am Anfang gemacht. Die Tasche haben wir genommen. Every second, every breath. This is another chance. Not screwed alive. Letzte Idee, die ich noch hätte, wäre, wenn ich zur Tür rausgehe und er ruft, hey, nicht weggehen, sondern wieder reingehen. Ob das was bringt vielleicht? Hey! Okay. Oder auch nicht. Was habe ich verpasst? Was habe ich vergessen? Was mache ich falsch? Oder ist irgendwas verbuggt?
Keine Chance irgendwie. This is another chance. Ich klicke die ganze Zeit die linke Maustaste und drücke E in der Hoffnung, dass ich irgendwas aktiviere, was hier noch sein kann. Ich wüsste nicht, was ich hier jetzt noch machen kann. Metro 2033. Noch ein Easter Egg. Schönes Buch. Ich bin gerade mega verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Es ist wieder gefreezed. Okay, ich gib's auf.